Hallo und willkommen zu einem neuen Video hier bei eHayo. Ich werde momentan extrem viel von Firmen angeschrieben zum Thema, möchtest du unsere Produkte testen? Und da ich ja zu Gratisprodukten ungern Nein sage, mache ich das jetzt auch. Ich wurde von der Firma Tribit angeschrieben. Die machen portable Bluetooth-Lautsprecher. Und ich dachte mir, was soll ich mit einem portablen Bluetooth-Lautsprecher? Ich habe aktuell so ein kleines Ding im Einsatz. Das war mal ein Werbegeschenk von Würth Elektronik. Und der steht im Badezimmer. Denn ich bin so ein Typ, der gerne Musik hört, wenn er badet. Ist halt einfach so ein bisschen Klassik, entspannen, mal eine halbe Stunde runterkommen vom stressigen Arbeitsalltag. Ja, soweit so gut. Jetzt habe ich von Tribit so einen Lautsprecher geschickt gekriegt. Der sieht ungefähr so, also so ein Tick größer. Also habe ich ja dann mal gute Hoffnung, dass das Ding vielleicht besseren Bass und sowas hat. Und es hat eine ziemlich coole Eigenschaft, die wahrscheinlich nach diesem Video nicht mehr vorhanden sein wird. Das Ding ist wasserdicht. Ja, ich mache jetzt kein Video, wie gut das Teil ist oder sonst was. Ich glaube, wenn die Firmen dann mal kapieren, was für Videos ich mache, dann schicken sie mal eh weniger Zeug. Produkttests gibt es wahrscheinlich Millionen auf YouTube. Tribit Portable X-Sound Go heißt das Ding. Link in der Videobeschreibung, Amazon-Link, damit ich so ein bisschen Provision kriege, wenn ihr es darüber bestellen würdet. Das Ding ist wasserdicht, deswegen ist es total cool. Ich freue mich drüber über dieses Feature, denn ich benutze es halt jetzt auch im Bad, neben der Badewanne. Dann kann ich nämlich auch hier gleich lauter und leiser schalten, wenn mal ein Lied nicht so laut ist wie ein anderes oder extrem viel lauter ist wie ein anderes. Kommt ja bei MP3s gelegentlich vor und dann kann man das hier bedienen. Dann muss ich nicht mit meinen Schaumfingern da am Handy rumfingern. Deswegen ist ganz cool. Ich habe schon mal probiert, man kann über das Ding auch telefonieren. Also wenn man einen Anruf kriegt, dann klingelt es. Das hat da oben ein kleines Mikrofon und das funktioniert ausreichend gut. Der Bass und so ist, ja, wie man es halt erwartet. Ich meine, das ist schon klein. Ich meine, das sind Hochtöner quasi da drin. Also was will man da für einen Bass erwarten? Wir schrauben es jetzt mal auf und schauen einfach mal, was drin ist. Denn wie gesagt, ich mag ja keine Produkttests machen. Sowas langweilt mich. Ich mag Aufschraubvideos machen, deswegen gucken wir da jetzt mal rein. Ich glaube, wahrscheinlich ist das Ding da irgendwie geklebt. Ich gehe mal davon aus, dass man hier irgendwie dieses Gitter abmachen muss. So kenne ich es halt aus meiner Ich baue gerne selber Lautsprecherzeit. Ja, das ist schon mal so ein bisschen reingeklebt. Wie gesagt, die Funktion wasserfest, die wird dann nach diesem Video wahrscheinlich vorbei sein, weil ich dann das Ding da komplett kaputt habe oder so. So, das Gitter ist ein bisschen reingeklebt, sehr gut. So, dann haben wir hier schon mal so eine Lautsprecheranordnung. Also ist ein Stereo-Lautsprecher, wie man erkennen kann. Und wie man hier, glaube ich, auch erkennen kann, ne? Ja, sieht man sogar. Das da in der Mitte, das wäre so dieses Bassreflexzeug, was die heute machen, dieser passive Lautsprecher. Also die Lautsprecher hier geben ja Ton nach vorne ab, bringen aber auch die Luft dahinter zum Schwingen, und wenn man das audiotechnisch vernünftig anordnet, dann schafft man es dann quasi, ich tapche jetzt mal hier auf die Membranen drauf, obwohl man das nicht darf, ja, sieht man, dann schafft man es quasi durch diese Schwingungen der Lautsprecher hier außen, dass diese Membran hier zu schwingen beginnt, so eine passive Lautsprecher-Membran quasi, die dann mehr Bass geben soll. Funktioniert einigermaßen, kann man eigentlich ganz zufrieden sein damit. So, nun haben wir hier ein etwas unerwartetes Bild, das hätte ich jetzt eher nicht erwartet. Ich hätte es eigentlich schon gedacht, dass das alles irgendwie hier entsprechend auf dem Teiler hängt und die Platine nicht, also separat drin ist. Es riecht unglaublich gut nach nicht gut. Also wasserfest das Ganze dadurch, dass man hier quasi diese Gummilippe hat und hier rundum laufend so Schaumstoff-Gummi mäßig irgendwas das reingeklebt hat. Also allzu lang versenken möchte ich es glaube ich nicht, wenn ich mir das so jetzt hier angucke. Wir haben hier die wunderschöne Platine drin. Wir sehen hier hinten zwei 18650er müssten das sein, Standard Lithium-Ionen Akkus, und wir haben hier eine Platine, die ziemlich gut verklebt ist. Warum schraube ich das ganze Ding eigentlich auf? Aus einem Grund. Ich bin ja grundsätzlich ein sehr neugieriger Mensch. Jetzt gucken wir mal, ob wir die Batterien direkt erwischen. Akkus natürlich. Der Akkuhalter geht dann so schon mal raus. Die Platine selber geht auch raus. Sehr schön, so gefällt mir das Ganze. Oh, und angeschaltet.
und nochmal angeschaltet. Wir haben hier oben ein paar interessante Leiterbahnanordnungen, muss ich sagen. Also hier sind irgendwelche Streifen drin, die sich mir jetzt aktuell noch nicht erschließen, da auf der Gegenseite nichts ist. Die eine Taste ist 45 Grad angeordnet, auch nett. Und hier entsprechende Tasten, die drücken sich sehr gut. Also ich bin ja gerade einmal unabsichtlich draufgekommen. Und entsprechend hier zwei LEDs, einmal eine blaue. Für sie geht jetzt an. Und die daneben, glaube ich, ist grün oder sowas. Dann ich kann mich quasi schon gar nicht mehr daran erinnern, was die Farbe von der anderen war. Wir haben hier so eine kleine Schutzbeschaltung. Das müsste irgendwie so eine Suppressordiode oder was sein, falls es irgendwelche Probleme gibt beim Akku, irgendwelche Spannungsspitzen. Und dann versuchen wir das Ganze mal zu drehen. Ist gerade ein bisschen schwierig, weil dieses kleine dünne Käbelchen hier geht zum Mikrofon. Und ich möchte das ungern abreißen. Deswegen versuche ich jetzt mal hier ein bisschen geschickt zu sein. Wir haben die ganze Horde Kondensatoren drin. 470 μ, 25 Volt. Hier wahrscheinlich auch nochmal 470 μ. Wir haben hier eine ganze Horde Spulen drin. 220 Mikrohenry wahrscheinlich. Wunderschön mit Kondensatoren drumherum. Und wir haben hier entsprechend eine ganz, ganz große Spule. Die hier, schätze ich mal, sind irgendwelche Spulen für die Audioverstärkung. Gehe ich jetzt mal von aus, da hier oben auch die entsprechenden Kabel weggehen, einmal zum einen, einmal zum anderen Lautsprecher hier, gehe ich mal ganz stark jetzt davon aus, dass das einfach die Tiefpassspulen entsprechend für die Lautsprechergeschichte sind. Wir haben hier einen Chip drauf, ESMT heißt die Firma, und der Chip wäre ein AD52068. Das, denke ich mal, mit absoluter Sicherheit wird die Audioverstärkungsgeschichte sein. Und da sind auch drunter die schönen dicken Vias. Ups, jetzt bin ich wieder auf die Taste gekommen. Da sind die schönen dicken Vias drunter. Also das Ding hier ist eigentlich dafür da, dass die Wärme von diesem Audioverstärker weggeht. Wahrscheinlich wird es ein Class D Audioverstärker sein. Gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus. Die Spule hier, diese 1R5, die wird wahrscheinlich zu diesem Bauteil hier gehören, diesem oder diesem, eine von beiden, eher der hier. Das wird ein Step-Up-Converter sein, so ein Lithium-Ionen-Akku, in dem Fall zwei. Ich gehe mal davon aus, dass die parallel geschaltet sind. Die haben ja nur 3, irgendwas Volt, maximal 4,3 Volt. Und das reicht natürlich nicht, damit ein Lautsprecher richtig Bums hat. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass die hier eine wunderschöne Step-Up-Converter-Schaltung drin haben. Die Beschriftung von dem IC kann ich aber nicht lesen. Aber wir haben hier die passende Diode. Hier die Diode, hier die passende große, schöne Spule. Das Bauteil hier, denke ich mal, gehe ich mal ganz stark davon aus, gerade das wird der Lade-IC für den Akku sein. Wir haben hier den Akku und das hier wird entsprechend der Lade-IC für den Akku sein. Hier auf dieser Seite geht nochmal irgendwas hier rein. Ah, okay. Hier haben wir drunter nochmal den Anschluss auf der Rückseite für AUX und USB. Also das geht dann quasi hier über dieses Flachbandkabel auf die Platine und dann haben wir hier wahrscheinlich nochmal irgendwie ein USB-Lade-IC oder irgendwie sowas in der Richtung. Jetzt aber zu den spannenden Dingen, warum wir es eigentlich auch aufschrauben. Unter diesem Kondensator versteckt haben wir einen ATS2825, einen kleinen Mikrocontroller. Das auf der Seite hier wird vielleicht ein Flash oder sowas sein. Hier haben wir den Mikrocontroller und hier sehen wir unsere Bluetooth-Antenne. Mehr ist es nicht, nur so ein bisschen Leiterbahn. Man sieht es an dem grünen auf beiden Seiten freigestellt, da ist wahrscheinlich kein Kupfer auf der Unterseite. Und entsprechend haben wir hier eben diese Bluetooth-Antenne. Wir kommen hier irgendwo raus, haben ein paar Kondensatoren dazwischen. Und das war es dann auch schon. Ist jetzt leider kein bekannter Chip, den ich irgendwie kennen würde. Ich schreibe die ganzen Chip-Beschreibungen unten in die Videobeschreibung rein. Dann könnt ihr da nochmal schauen. Ansonsten auf der Rückseite war nichts. Ja, ach, ich habe schon wieder eingeschaltet. Also einschalten kann man sehr leicht. Wir könnten jetzt nochmal gucken, welche Kapazität die Akkus haben. Ne, Aufkleber kriege ich nicht runter. Ich gehe mal davon aus, dass einer... Ja, so standardmäßig, klassisch haben die so 3000 mAh, das heißt, die sind parallel. Wir haben dann etwa 6000 mAh
Und deswegen hält das Ding auch gefühlt ewig. Also die geben es, glaube ich, mit 24 Stunden an. Ich habe es jetzt echt schon oft im Einsatz gehabt und ich habe es, glaube ich, ein einziges Mal aufgeladen. Ja, das war es jetzt schon mit dem Aufschraubvideo von diesem Bluetooth-Lautsprecher. Wie gesagt, qualitätstechnisch gibt es sicher andere, die das bewertet haben. Von mir nur das, was drin ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao!